Würdest du sagen, du bloggst für die Deutschen oder für die Muslimen in Deutschland oder für die Türkischdeutschen oder für Leute mit Migrationshintergrund? Was ist deine Zielgruppe? Gibt es eine? Ich blogge nicht für eine bestimmte Gruppe, sondern ganz für verschiedene Leute. Und ich glaube aber, dass ich jede Gruppe auf eine andere Art und Weise anspreche. Deutsche ohne Migrationshintergrund und ohne nicht der Norm entsprechenden Religion, wenn man so will. Für die ist mein Blog eine Möglichkeit, in die muslimische Kultur zu schauen. Für die jungen Muslime zum Beispiel ist es eine Möglichkeit zu sehen, was man alles machen kann in Deutschland, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und eine selbstbewusste Identität zu entwickeln. Das heißt, jede Gruppe kann für sich etwas gewinnen und ich versuche halt auch in alle Richtungen Messages zu senden. Und wenn ich zum Beispiel kritisiere, dann nicht in eine Richtung, sondern in alle Richtungen. Und mein Hauptansatz ist nicht, Kritik auszuüben und auch quasi in alle Richtungen zu schlagen, sondern eigentlich auch zu erklären, zu differenzieren und auch Fragen zu stellen. Solche Blogs wie deins sind ja jetzt hier auf der Republika dann als vorgestelltes Ding so ein bisschen so vielleicht der Exot oder kommen einem so exotisch vor. Hast du das Gefühl, dass du da manchmal ein bisschen so jetzt so eine Art digitale Exotin bist oder vielleicht auch positive Diskriminierung deswegen erfährst? Ja, ich glaube, dass es verschiedene Blogosphären gibt in Deutschland. So dann diese ganz populäre deutsche Blogosphäre, die sich meistens mit Netzpolitik und diesen Themen befasst. Verstaatlichung von sozialen Netzwerken und Piratenpartei und alles. Themen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Dann gibt es aber gleichzeitig viele andere Blogosphären. Die feministische, die antirassistische, die jüdische Blogosphäre und die muslimische Blogosphäre. Und ich bin da so ein bisschen mit drin aufgewachsen. Deshalb komme ich mir selber gar nicht wie ein Exot vor, sondern wie einer von vielen. Aber wenn man dann in einer der anderen Blogosphären sich so ein bisschen umhertreibt und dort herumgeht, dann merkt man schon, dass dann fühlt man sich natürlich schon etwas anders und vielleicht auch wie ein Exot. Ich glaube einfach, dass zwischen den Blogosphären nicht genug Austausch besteht und ich glaube, jede Blogosphäre, jedes Blogosphärenmitglied hat so ein bisschen die Verantwortung zu schauen, was bloggen die anderen, was machen die anderen, weil das eigentlich auch die Gesellschaft widerspiegelt. Und genauso wie man in der Gesellschaft auch ein bisschen die Verantwortung hat zu schauen, was macht der Nachbar, was machen wir, um sich für andere Mitmenschen zu interessieren, sollte man, glaube ich, auch im Internet schauen, was passiert woanders, wofür interessieren sich die anderen Menschen in meiner Gesellschaft. Machst du das auch ein bisschen in deiner Linkliste? Also du hast ja so eine kleine Blogroll da auch. Da sind ja auch Blogs, die ähnliche Themen haben wie du, würde ich jetzt denken. Oder hast du da dann auch Sachen aus dem... Also sind das vor allem muslimische oder deutsch-türkische Leute oder ist das bunt gemischt? Also viele Freunde. Und dadurch, dass meine Freunde halt so aus verschiedenen Kreisen kommen, habe ich halt deutsche, jüdische und verschiedene Blogs dort verlinkt. Aber viele muslimische und Blogs, die sich mit Integration und Migration beschäftigen, weil mein Blog noch am ehesten, glaube ich, Leser hat, die aus dem nicht-muslimischen Bereich kommen. Und ich will halt schon, dass, wenn man dann auf meinem Blog ist, schauen kann, was gibt es noch in der muslimischen Blogosphäre und dann quasi dort sich richtig reinfuchsen kann. Und deshalb habe ich viele muslimische Blogs, aber auch viele nicht-muslimische. Du würdest aber schon sagen, dass diese Religion, die muslimische Religion, das zusammenhaltende Moment ist, dieser Blogosphäre, in der du dich jetzt vor allem bewegst? Also ich würde sagen, nicht alle in der muslimischen Blogosphäre sind vielleicht unbedingt praktizierende Muslime. Viele sind Türken, Araber, Menschen, die halt aus Ländern kommen, wo der Islam praktiziert wird, mehrheitlich. Und sie deshalb die muslimische Kultur miterlebt haben und darin aufgewachsen sind. Aber nicht alle sind unbedingt praktizierend. Das heißt, der Islam nicht vielleicht unbedingt als Religion, sondern vielmehr als Kultur. Denn theologische Debatten finden nur in einigen Blogs statt. Die allermeisten empfassen das eher als Kultur auf oder als etwas, was sie ja im Alltag begleitet und wollen das gar nicht so als Aushängeschild nutzen, sondern einfach nur ein Teil ihrer Identitäten, die sie haben. Hast du das Gefühl, dass diese Erfahrung mit Reaktionen auf das, was du denkst oder bist oder deine Religion im digitalen Raum mit den Erfahrungen, die du damit gemacht hast, im realen Raum irgendwie korrespondieren?
Ja, ich würde sagen, im Netz sind die Reaktionen noch mal heftiger als im echten Leben. Im echten Leben würde niemand jetzt auf mich zurennen und dann zu mir sagen, du trägst nur ein Kopftuch, damit dein Gehirn nicht aus den Ohren fließt. Das sagt man im Netz, weil man glaubt, man sei in einem sicheren Raum. Aber was ich schon bemerkt habe, ist, dass jetzt zum Beispiel nach der Debatte um Sarrazins Buch viel mehr Menschen gar kein Problem mehr damit haben, ja, öffentlich zu diskriminieren und Menschen nicht mehr wie Menschen, sondern wie Menschen zweiter Klasse zu behandeln und abwertend über sie zu reden in aller Öffentlichkeit, ohne sich zu schämen. Also die Diskriminierung und antimuslimischer Rassismus hat in den vergangenen Monaten auf jeden Fall zugenommen. Glaubst du, dass die Tatsache, dass du jetzt hier bist, vielleicht so ein bisschen so eine Öffnung ist und dass vielleicht im nächsten Jahr dass es bunter werden wird, noch bunter hier? Kannst du dir das vorstellen? Das würde ich mir echt wünschen. Also die Republika ist ja so mitunter die größte Blogger-Konferenz Europas, habe ich jetzt gehört. Und es wäre natürlich schön, wenn es mehr muslimische Blogger auch hier gäbe. Es gibt zwei andere deutsche muslimische Blogger, die heute auch hier sind. Und dann gibt es auch muslimische Blogger aus dem arabischen Raum, Noha Atif zum Beispiel. Und deshalb finde ich schon, dass einige vertreten sind, aber viel zu wenig. Man merkt schon sehr, was hier dominiert sind so mehr Männer, eher weiße Männer, eher Akademiker und Männer eines bestimmten Alters und die sich auch mit bestimmten Themen beschäftigen. Das sieht man auch an der Sprecherliste und an den Panels und Diskussionen, die angeboten worden sind, sehr viel über Netzpolitik. Und man merkt schon, dass der dominiert. Ich würde mir schon wünschen, dass da ein bisschen mehr Vielfalt herrscht, aber ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die das versuchen und ich hoffe, dass in den nächsten Jahren das besser wird. Danke auch.